Hallöchen, ihr Lieben da draußen vor dem Bildschirm. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Demo von Prince of Persia, The Lost Crown. Ich dachte mir, ich schiebe das mal kurz hier ein. Wenn es schon eine Demo gibt, dann gucken wir uns die auch an. Und ja, bin gespannt, was mich erwartet. Ich habe mit Prince of Persia noch nie was zu tun gehabt. Noch nie in meinem Leben. Ich weiß, dass es Prince of Persia, die Marke, so nenne ich es jetzt mal, gibt. Aber ich hatte damit noch nie was zu tun. Deswegen ist das jetzt für mich so ein ich gehe jetzt hier blind rein. Ich habe auch hier schon mal so ein bisschen ein paar Sachen eingestellt. Ich weiß nicht, ob es in der Vollversion dann noch mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt. Ich wollte euch aber nur zeigen, Audio ist auf Deutsch möglich, Untertitel ist Deutsch möglich. Dann hier gibt es noch ein paar andere Sprachen. Aber das wollte ich euch nur zeigen. Ja. Und wir starten jetzt einfach mal rein, oder? Würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ah, okay. Wir können sogar einen Schwierigkeitsgrad wählen. Anfänger, minimale Herausforderung. Krieger, Standard. Held, anspruchsvolles Kampferlebnis. Unsterblich. Also unsterblich sind wir schon mal nicht. Ich weiß auch nicht, was die Atra-Schwundrate ist. Wir spielen einfach auf Standard, würde ich sagen. Ich hoffe, ich kriege das hin mit einem Xbox-Controller. Ich spiele ja sonst, wenn dann, mit einem PlayStation-Controller auf meiner PS5. Aber hier am PC habe ich immer einen Xbox-Controller. Ich hoffe, ich merke mir mit, wo A, B, X und Y ist. Und ich weiß immer noch nicht, was RB und was RT ist. Ich muss das immer ausprobieren. Ich verwechsel die beiden Tasten immer. Das ist einfach bei der PlayStation, bei dem PlayStation-Controller viel einfacher gemacht mit 1 und 2. Aber dieses RB und RT, ich merke mir das nicht. Ihr könnt mir das auch kurz in den Kommentaren erklären. Ich habe es beim nächsten Mal trotzdem wieder vergessen. Gut, wir spielen auf normal und los geht's. Die Demo bietet eine bestimmte Auswahl an Bereichen, Zeitkräften, Attrakkräften und Amuletten. Aha, damit du die wichtigsten Gameplay-Funktionen ohne Spoiler erleben kannst. Für diese Demo wurden bestimmte Pfade für ein geradlinigeres Spielerlebnis gesperrt. In der Vollversion kannst du die verbundene Welt von Berg Kaff entdecken und erkunden. Also es wird Open World, wie es klingt. Kein Problem. Merke ich mir. A-Spring. X-Nahkampf, Y-Fernkampf. Okay. Und nach oben ist Heilen. Ah, okay. Das wird schon. Aber Spring, oder? Die alte Zitadelle. Anahita brachte Prinz Hassan hinter diese Tore. Ich verstehe nicht, warum Anahita so etwas tun würde. Sargon, du kennst sie am besten. Was sagst du dazu? Es ergibt keinen Sinn. Sie ist immer loyal gewesen. Sie will die Macht für sich selbst ergreifen. Was soll das heißen? Simurgh mag verschwunden sein. Aber der mächtige Gott lebte einst auf dem Berg Kaf und tut es vielleicht noch immer. Es war immer Simurgh, der künftige Könige und Königinnen ernennt. Anahita möchte wahrscheinlich den Segen Simurghs erhalten. Aber warum Prinz Hassan entführen? Ja, aber ist das Benjamin Blümchen? Die Stimme von Benjamin Blümchen? Oroth? Vertue mich aber auch gern mit Synchronsprechern, also falls ich daneben liege. Ist keine böse Absicht. Sie braucht ihn. Die Tore des Simurgh-Tempels öffnen sich nur für die königliche Familie. Sie hat den Verstand verloren. So wird sie niemals Simurghs Segen erhalten. Wir wissen das nicht sicher. Schließlich könnte Simurgh geschwächt sein. Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich auf Dialogverlauf klicke? Oh! Oh, okay. Interessant. Man kann alles nochmal nachlesen. Nicht verkehrt. Jedenfalls ist Prinz Hassan in Gefahr. Sie wird ihn töten, sobald sie ihn nicht mehr braucht. Okay, wir müssen Prinz Hassan retten. Unsterbliche folgt mir. Helfen wir Adashir und finden Prinz Hassan. Okay.
Warte hier auf mich, Hadar. Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Oh. Dachte, ich hab ein Pferd. Jetzt einen wichtigen Pfeil verschossen? Ich glaube ja. Ich habe nur noch 14 von 15. Ups. Ich habe da unten so eine Fokusleiste, würde ich das jetzt mal nennen. Und denke zumindest, dass es eine Fokusleiste ist. Wir können sehr hoch springen. Gut. Auf in den Kampf! Okay, aber... Okay, man kann sich in der Luft auch so eine Rolle machen, wenn man den Stick richtig bewegt. Und wir haben aber keinen Doppelsprung. Ich mag Doppelsprung aber sehr auch. Kaf, der heiligste aller Berge. Warst du schon mal hier? Nein, aber ich habe davon gelesen. Hier befand sich einst der Palast von König Darius. Religion, Medizin, Astrologie, Geometrie, Algebra. Alles Wissen wurde hier gesammelt, für jedermann zugänglich. Kaf beherbergt eine große Zitadelle des Wissens. Den Stolz von ganz Persien. Und? Was ist passiert? Also ich muss mal einwerfen, ich mag die Zeichnungen der Charaktere hier im Dialog-Overlay. Sehr. Das ist so ein richtig schöner Grafikstil. Ich würde auch gern so zeichnen können. Wer weiß, niemand hat überlebt. Und wie es aussieht, steckt Prinz Khassan jetzt mittendrin. Wir müssen auf alles gefasst sein. So, ich weiß übrigens jetzt noch nicht, ob ich... also ich weiß nicht, wie lange die Demo geht. Deswegen spiele ich die einfach durch und mache die Schnitte dann im Nachgang. Also ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folgen werden. Ich versuche, die Folgen gleich lang zu machen, je nachdem, wie lang die Demo ist. Und dann gucken wir mal, was so für Folgenlänge rauskommt. Das bedeutet aber auch, ich werde mich nicht pro Folge verabschieden können und ich werde auch nicht pro Folge Hallo sagen können. Aber ich hoffe, das ist okay. Muss ja auch okay sein, weil ihr könnt es ja jetzt eh nicht mehr ändern. Ist ja jetzt so. Sieht aber schön aus hier. Und ich finde es cool, sobald man eine Weile nicht läuft, fangen die Charaktere einfach an, selbstständig Dinge zu tun. Ne? Wird sich halt einfach hingesetzt. Und so. Da oben gibt es bestimmt was zu holen. Wir kommen hier nur nicht hin. Schade. Okay, das Umgucken ist ein bisschen... Ist nicht so sensibel. Also es ist sehr sensibel. Besser gesagt. Also das Umgucken geht nicht so smooth. Das ist ein bisschen schnell. Also das ist einmal A und das ist A gedrückt. Okay, dann ist A gedrückt halten sowas wie der Doppelsprung. Ist das? Müssen wir kämpfen? Was ist das für Zauberei? Sehe ich aus wie eine Seherin? Im Sturz eingefroren. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Also ich, wie gesagt, was ich vorhin halt schon meinte, ich habe mit Prince of Persia bisher noch nie was zu tun gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das
eine Welt ist, die man kennt. Ob das hier komplett neu ist, da seid ihr wahrscheinlich mehr aufgeklärt als ich und wisst da mehr drüber Bescheid. Das Spiel erscheint übrigens morgen, wenn mich nicht alles täuscht. Morgen sollte der 18.01. sein. Genau, da erscheint die Vollversion. Habe ich, glaube ich, erst nicht erwähnt. Und das Spiel gibt es dann, soweit ich weiß, für sämtliche Plattformen. Also PC, PlayStation, Xbox, denke ich mal auf jeden Fall. Switch weiß ich nicht. Wachsam bleiben. Prinz Khazan kann nicht weit sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Klar, Menolias. Du kannst dich ja wie Ungeziefer im Schatten verstecken. Ich meine es ernst, Oroth. Hier ist eine seltsame Präsenz. Ich spüre es auch. Nur ein Weg, es rauszufinden. Dann mal los. Waram, das ist Azad. Er gehört zu Ardashir. Stark verwest. Er ist schon lange tot. Wie kann das sein? Sie sind kurz vor uns aufgebrochen. Wir sind nicht willkommen. Bleib wachsam. Wir finden den Prinzen und Anahita. Los, nach Osten. Ich gehe nicht mit. Du hältst mich nur auf. Such alleine. X zum Angreifen habe ich jetzt verstanden, Spiel. Falls du es noch nicht gesehen hast, aber ich habe X gedrückt. Oh. Nicht alle auf einmal! Okay. Ja, ich habe jetzt gelernt, die T-Taste ist die hintere Schultertaste. Oh oh. Na, na, na. Das ist blöd. Okay, also die Kristalle heilen auch ein bisschen. Okay, ich werde jetzt gleich sterben. Dann sieht man hier noch. Oh, geht doch nicht. Vielleicht sollte ich mich heilen? Ich meine, die machen schon Schaden, ne? Ach, was soll's. Kann ich mich heilen? Fehlt mir irgendeine Fähigkeit. Schade.
Okay, RT ist ausweichen, LT ist blocken. Oder kann ich hier irgendwie... nicht Angriff aufladen? Nee. Ich glaube, wir sollen da nicht hin. Was war das? Ich habe zu früh versucht zu blocken. Das war, glaube ich, gerade das Problem. Das war ein super Angriff. Ich habe unten meine Fokus-Dingsbums aufgebraucht. Ich habe oder irgendeine Spezialfähigkeit habe ich gerade eingesetzt. Ich weiß nicht so richtig wie. Ich bin auch ein bisschen. Ich drücke einfach irgendwelche Tasten. Oh. Jetzt habe ich meine Leiste aufgebraucht. Ich habe irgendeine Tastenkombi gedrückt, dann kam das. Okay. Also manchmal kriegt man tatsächlich noch so ein paar Kristalle, wenn man irgendwas kaputt macht, aber nicht immer. Wo soll ich hin? Oh. Mächtiger Simurgh. Als Vogel des Wissens besitzt Simurgh den Schlüssel zu aller Wahrheit. Er ist der Wächter der Zeit und des Schicksals, der alles im Gleichgewicht hält. Seinen Federn wohnt unendliche Macht inne. Sein schützender Flug bringt Persien Frieden und Wohlstand. Wer das Glück hat, von seinem Schatten berührt zu werden, ist auf ewig vor dem Bösen geschützt. Wer ihm schaden will, wird vom Unglück verfolgt. Lass die Poeten von seinen Taten singen. Lass die Philosophen über seine Lehren meditieren. Lass die Krieger seine Weisheit erlangen. Okay, Seite wechseln heißt quasi hoch und runter scrollen. Cool, ein Mini-Rätsel gelöst. Ich möchte mich jetzt nicht heilen. Ich habe irgendeinen Special-Angriff von oben gemacht. Ich habe vergessen, wenn man blockt. Das Spiel gibt einem aber auch keine Zeit. Ich glaube, ich muss mich jetzt doch heilen, oder? Ich möchte nicht.